Ich heiße Brian Mellikan und ich bin Lost in Deutschland. Als Kind in Großbritannien drückte ich manchmal bei der Fernbedienung auf der falschen Taste und landete statt bei der BBC One auf der BBC Two. Dort lief zwar morgens dasselbe Programm wie auf der 1, nur wusste ich sofort, dass ich falsch war, weil alles mit Gebärdensprache-Dolmetscher gesendet wurde. Auch als Erwachsene verdrücke ich mich immer noch hin und wieder. Gebärdensprache im deutschen Fernsehen habe ich dabei noch nicht erwischt. Ja, es geht um Gebärdensprache, ob es eine einheitliche Gebärdensprache in Deutschland gibt und ob du was drüber weißt. Ich weiß da nicht wirklich viel drüber, ehrlich gesagt. Also ich kenne ein paar Leute, die es sprechen. Ich meine, es gibt eine einheitliche, aber sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ich habe mich mit dem Thema ehrlich gesagt noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, es gibt eine, die ist international gültig. Ich glaube, es gibt verschiedene, also so wie es Dialekte gibt oder so, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gebärdensprachen. Eine einheitliche Sprache, ja, ich denke schon, ja. Es gibt ja diese Nachrichten, also Tagesschau, also mit Gebärdensprache. Also. Es gibt nur, glaube ich, Phoenix oder so, irgendein ZDF-Kanal, glaube ich, da muss man dann ewig rumzappen. Im Rundfunk, das ist ein bisschen, also nicht so präsent, ne? Ja, das stimmt. Nicht wirklich, das stimmt allerdings. Also es gibt zwar diese gebärdenbegleiteten Nachrichtensendungen, aber sonst war es das ja auch eigentlich. Also mehr gibt es ja in der Richtung eigentlich gar nicht und das ist ein bisschen schade. Warum ist die Gebärdensprache in Deutschland viel weniger präsent in den Medien als in Großbritannien? Sonst legt die Bundesrepublik immer einen sehr großen Wert auf Chancengleichheit und Zugänglichkeit. Kann es sein, dass es gar keine einheitliche Gebärdensprache gibt, die zum Beispiel bei den öffentlichen rechtlichen Fernsehsendern bundesweit ausgestrahlt werden könnte? Das würde mich nach so manch einem Ausflug in die verschiedenen deutschen Länder überhaupt nicht wundern, denn das gesprochene Deutsch ist von Region zu Region viel unterschiedlicher als das Englische in Großbritannien. Vielleicht gibt es beispielsweise dieses Plattdeutsch eben auch in der Gebärdensprache. Ja, die deutsche Gebärdensprache wird innerhalb Deutschlands verwendet, nicht in Österreich und auch nicht in der Schweiz. Es gibt aber innerhalb Deutschlands auch regionale Dialekte der deutschen Gebärdensprache, ähnlich wie in der deutschen Lautsprache. Das heißt, in Norddeutschland wird ein eigener regionaler Dialekt gebärdet im Vergleich zu dem eigenen Berliner oder bayerischen Dialekt. Es ist aber nicht so, dass sich jetzt diese Dialekte untereinander überhaupt nicht vertragen, also man sich nicht verständigen könnte, sondern es gibt da schon eine große Gemeinsamkeit innerhalb dieser Dialekte, sodass man sich trotz allem auch sehr gut verständigen kann. Es gibt eben in dem Fernsehsender Phoenix die Tagesschau, die dort eben mit Gebärdensprachdolmetscher-Einblendungen versehen ist. Und also Verständnisschwierigkeiten liegen dort häufig nicht in der Verdolmetschung selbst begründet, sondern in der kleinen Darstellung. Es ist einfach ein zu kleiner Bildausschnitt, den sich die Gehörlosen da nur anschauen können. In BBC ist es zum Beispiel so, dass der Dolmetscher etwas größer ist und dadurch einfach auch von den Gehörlosen in der Regel besser verstanden werden kann. Also es hat eher technische Gründe. Er hat also in den letzten Jahren ist das schon sehr viel besser geworden, aber es ist und bleibt eigentlich noch viel Handlungsbedarf. Und was die Dolmetscher-Einblendung betrifft, ist das auch noch Zukunftsmusik, um wirklich flächendeckend Bedarfe zu decken. Aber wie Sie eben schon sagten, BBC zeigt uns ein großes Vorbild, was überhaupt technisch machbar ist. Und man braucht, glaube ich, einfach auch hier in Deutschland noch etwas Zeit, etwas Geduld zu der Umsetzung und natürlich auch die Kooperationsbereitschaft der Fernsehsender und Rundfunkanstalten. Deutschland hat also bereits eine bundesweit mehr oder weniger verständliche Gebärdensprache und an technischen Umsetzungsmöglichkeiten mangelt es nicht. Also, liebe deutsche Fernsehsender, nehmt euch bitte ein Beispiel an der BBC.